wissen, dass sie verzweifelt und schon seit langer, langer Zeit auf der Flucht sind. Vor fast 10 Jahren kamen sie im Raum der Trader an. Am Tag, an dem mein Sohn geboren wurde. Am Anfang hatten wir keine Chance. Ein Jahrtausend lang Frieden und Wohlstand macht nicht bei. Aber manche Dinge ändern sich schnell, wie dem auch sei. Es ist viel Zeit vergangen und wir haben ihnen einen verdammt harten Kampf geliefert. Als die Alaksai-Dynastie fiel, schob der Trade Order seine bisherigen Ziele beiseite und erklärte sich zur Trader Emergency Koalition. Die letzte Instanz, hinter ihr der Reichtum der Zentralwelten. Die Zukunft sah so gut aus, dass das Kommando die erste Generation abgezogen hat und uns nach Hause zu unseren Familien schickte. Ich dachte sogar, mein Leben würde wieder normal werden. Aber dann kehrten sie zurück. Unsere Vorfahren hatten sie vor 1000 Jahren auf einem entfernt liegenden Wüstenplaneten gefunden. Eine sündige Gesellschaft von Ausgestoßenen. Verwandt oder nicht. Mit solchen Kreaturen können wir nicht koexistieren. Unsere Vorfahren wussten, was getan werden musste. Es war gar keine Frage. Sie waren für uns verloren und mussten beseitigt werden. Und das wurden sie. Ein ganzes Volk in die Tiefen des Weltalls verbannt. Sie nennen sich jetzt die Advent. Und sie sind noch verdorbener und noch mächtiger als in den Geschichten, mit denen man die Kinder verschreckt. Während der Großteil unserer Truppen an der Vajari-Front kämpft, wüten sie durch die schutzlosen Sektoren. Deshalb werden entlassene Veteranen wieder eingezogen. Niemand sonst verteidigt unsere Heimat und unsere Kinder, die wir kaum kennen.
Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. So, liebe Leute, ich habe euch jetzt das mal ein bisschen ohne Ton, ohne meine Stimme dazu gezeigt. Also es ist ein sehr schönes Spiel, Sins of Solar Empire. Ich habe hier die erweiterte Version mit den kompletten Updates. Das heißt Sins of Solar Empire Trinity Sonderedition. Die werde ich euch dann vorstellen. Und es ist jetzt erst einmal so. Forschungszentren bauen zivile Sachen. Industrie, Ingenieurwesen und Politik. Verteidigungsstationen, Bauer hat militärische Sachen und hat auch Militärgeräte und Fahrzeuge und Raumschiffe. Fahrzeuge nicht, Raumschiffe halt, spielt ja also im Weltraum. Flottenlogistik und Artefakte, wo ihr finden könnt auf verschiedene Planeten. Also alles sehr interessant gemacht. Es hat alles schön, ja auch im Detail gestaltet. Ich finde es ein sehr schönes Spiel. Und natürlich gibt es dementsprechend noch bessere Weltraumspiele, das ist mir schon klar, zum Beispiel X3 ist eins davon, Terrenkonflikt. Aber das ist ein sehr schönes, in sich gestaltetes Spiel und ich kann das nur weiterempfehlen. Forschung abgeschlossen. Und ich werde dann auch dementsprechend halt hier noch Forschung abgeschlossen. Andere Sachen zeigen. Also hier ist zum Beispiel ein Fremdschiff aufgetaucht. Ich habe keine Verteidigungsanlagen, also es ist ein Speer. Und von einer anderen Rasse. Wie gesagt, ich habe noch keine Verteidigungsschiffe dementsprechend. Ich kann mir solche Schiffe aufbauen. Jetzt haut er wieder ab aus einer anderen Dimension. Ich lasse die mal ziehen. Und ich kann jetzt hier auch zum Beispiel auch hier dementsprechend Flotten bauen und Schiffe und Forschung schon einiges mehr gestalten. Ich kann hier auch riesige, schwere Kampfstationen bauen. Das werde ich dann alles mit der Zeit hier installieren und ich euch dann auch zeige, wie die aussehen. Und ich hoffe mal, ja, zum Beispiel hier auch, zum Beispiel kann ich auch diese Kampfbatterien hier, die Großkampfbatterien weiter ausbauen. Die richtigen monströsen Kampfmaschinen. Und ich werde mir hier mal ein bisschen Fabrikate bauen, damit wir hier ein bisschen Ruhe haben da und nicht alle hier reinmarschieren in unser Sonnensystem. So, das wäre jetzt Forschung abgeschlossen. Das erste Mal das, ja. Und wie gesagt, diese
So. Melde mich zur Stelle! Na. So, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Weil sie gedauert, manchmal dauert es ein bisschen länger. Das ist eine riesige Werft, wo ein Kampfschiff gebaut wird, ein Großkampfschiff gebaut wird. Melde mich zur Stelle! Hier werden kann. Und ja. Gibt's was für mich zu tun? Also meine Fregatten gehen automatisch auf Angriffsposition, wenn irgendwelche Feinde auftauchen. Ja, mache das hier mal ein bisschen leiser. Sonst, ich kann hier auch Menüsteuerung, auch die Audio ein bisschen, muss ich hier ein bisschen runterziehen und die Effekte mehr höher. So, dann ist das ein bisschen besser. Dass die Effekte auch die Effekte besser zur Geltung kommen von der Schiffe, die Antriebe und auch die Lasertechnologie von Raketen und so weiter, die Einschläge, dann alles viel besser dann. Da muss ich immer noch ein bisschen sehr dominant. Gut, ja, muss ich. Ein bisschen mehr Hunger, das muss immer so dominant sein, die muss ich. Das kann auch ein bisschen ruhiger sein. So, melde mich zur Stelle. Wie gesagt, das ist jetzt Sins of Solar Empire. Die Sonderedition hat auch was mit Diplomatie zu tun und so Zeugs. Kann man einstellen, wenn man das möchte, aber. Bauwerk komplett. Ich denke nur, dass ich mein Planetenvolk auch so verteidigen kann, ohne groß. Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Und Aufträge von anderen nehme ich nicht an, die können mich am Arsch rühren. Sagt man zwar nicht, aber. Die wollen immer, dass man was tut für sie, aber selber tun sie nichts für einen. Und deswegen halte ich mich aus allem schön aus. Ich baue meine Flotte auf und den Rest sehen wir dann. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier eine Großanlage gebaut. Und jetzt baue ich ein Großkampfschiff. Ein großes Kampfschiff. Kohlschlachtschiff. Ein Kolonialkreuzer ist allerbeste. Der kann auch kolonisieren. Gleichzeitig Besatzungsmitglieder und seine Führungsliege und so weiter. Was habe ich hier alles? Ja, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Geld, sonst kann ich hier gar nichts machen. Also heißt das, ich muss hier in die Logistik reingehen, die Flottenlogistik und muss die ein bisschen. Weitere Forschung nötig. So, aufpouchen, sonst wird hier gar nichts passieren mit mehr Schiffen. Also sehr komplex gemacht. Es hat alles seine Funktion und alles seine Fügung. Und ich werde hier erstmal langsam vor mich hin basteln und bauen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, ja? Sollen wir das eine Schiff, noch rausfliegen lassen? Damit ihr das seht, bevor ich hier dann zum zweiten Teil dann irgendwann übergehe. So, mein Freund, jetzt kannst du rausfliegen. Jetzt wir sind startklar. Wo bist du, Deuter? Wo soll ich hin? Das ist der Kolonialkreuzer. Der wird sich dann automatisch mit den anderen verbünden. Könnt ihr dann reingehen in das Schiff und könnt dann dementsprechend halt auch Updates ziehen. Fähigkeiten, Verwandlung, also dementsprechend wird er halt dann. So, das kriegt er jetzt, um auch Planeten zu kolonisieren. Forschung abgeschlossen. Dann sind wir weiter. So, mein Freund. Und du schließt dich an, deine Fregatte. Langsam voraus. Er wird sich jetzt seine Fregatte anschließen. Die werden jetzt als ein Punkt dienen. Geben Sie den Befehl. Das wird jetzt eine Flotte werden. Und, Das ist jetzt eine Flotte gesehen. Das große Kampfschiff und halt auch die Fregatten, wo dabei sind. Wo beide dabei sind, die werden gleichzeitig das Kampfschiff bewachen, also beschützen. Und es hat ja auch selbst Bordkanone und Bordgeschütze, sieht man ja. Es ist sehr schön gemacht im Detail, wie gesagt. Auch die Geschützeinheiten und auch die Schiffe selbst. Ich finde es sehr schön.
Und ja. Und auch wenn auch die kleinen Hangars aufgehen, die Jäger rausschießen und wieder zurückfliegen, das ist schön. Also ist nicht schlecht gemacht. Ja, also soweit so viel dazu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich euch dann einiges mehr zeige. Bis bald. Tschüss.